Ja, Freunde des Kraftfahrsports, ich heiße euch willkommen bei einer neuen Folge von Gut zu wissen. Und dieses Mal wird es von mir so eine Art Tutorial geben dazu, wie belade ich mein Boot richtig. Also, es geht nicht darum, wie belade ich das Boot, wenn ich jetzt beim Angeln bin, also wie habe ich meine Sortierung, sondern wirklich, wie belade ich es, wenn ich von A nach B komme. Oft ist es so, gerade an größeren Gewässern, dass man irgendwo eine Stelle hat, wo man das Boot ins Wasser legen kann und von dort aus erst an seine Zielstelle fährt oder sogar die Zielstelle suchen muss. Dafür muss das Boot beladen werden und damit gehe ich an dieser Stelle einige Tipps und Tricks mit auf den Weg geben. Ja, also bevor wir jetzt das Schlauchboot erstmal überhaupt richtig beladen können, muss das Schlauchboot natürlich dementsprechend im Wasser ordentlich geparkt werden. Das bedeutet, ich setze meine zwei Anker mit meinen Bootshalterungen dran, egal jetzt welche, ob die Quick Release oder die Speed Release, und verankere mein Boot, wenn es geht, quer zum Wasser. Wenn zu viel Welle sind, dann stelle ich das natürlich gegen die Welle, weil sonst das Wasser reinschwappt. Und dann habe ich schon den ersten Part hinter mir. Was ist allgemein zu beachten, wenn ich das Boot belade? Was sind wichtige Faktoren? Dass ich das Boot nicht kopflastig belade. Das heißt nicht, dass das von über mit der Spitze in die Wellen reindrückt, damit später Wasser reinkommt. Und natürlich, dass ich das Boot auch nicht überlade. Also ich fange an mit der P4 in meinem Fall, wo viele Taschen drin sind, mein Großteil vom Gepäck, stelle die relativ zentral ins Schlauchboot hinein. Daneben habe ich in meinem Big Catch noch etwas Platz und dort stelle ich auch schwere Sachen wie Boilies oder mein Trinkwasser, mein Kaffeewasser. Das kommt dort rein. In den vorderen Teil des Boots, den nutze ich dafür, etwas leichtere Sachen einzupacken, wie zum Beispiel die Warthose oder andere kleine Dinge, die man hat, meine Pop-Up-Dose und was weiß ich. Solche Sachen kommen vorne rein. Und jetzt ist der Bodenteil schon gut bedeckt. Im hinteren Teil ist natürlich der Motor dran. Und dort kommt auch gleich das Echolot hin, weil bei der Überfahrt guckt man dort gerne mal mit drauf. Und auf diesen Part jetzt kommt meine flache Matte. Und auf die flache Matte lege ich entsprechend meinen Stuhl und meine Liege. Das sind ja auch noch relativ schwere Sachen. Nun habe ich schon relativ viel Gewicht auf diesen Teil drauf. Jetzt will ich den Berg dort nicht höher machen, weil ich will beim Fahren, oder das sollte jeder als Prämisse nehmen, wenn man im Boot sitzt, sollte man über seinen Tackle drüber gucken können, dass man sieht, was vor einem kommt. Das ist schon ganz wichtig, um Unfälle oder sonstiges zu vermeiden oder nicht, dass man irgendwo gegen einen Reusenstab fährt oder sonst etwas. Jetzt lege ich noch mein Zelt mit drauf und auf den vorderen Teil kommt mein Tackle wie die Ruten und mein Futteral, wo die Banksticks, der Kescherstangen und alles mögliche drin ist. Bei mir noch ein bisschen die Stative zum Filmen und so weiter. Das kommt dort drauf. Jetzt habe ich alles drin, inklusive auch meiner Boilies. Und wenn ich natürlich gerade länger übersetzen will, also mit dem Boot längere Fahrten vor mir habe, oder es ist windig, es ist raues Wetter, kann ich jedem nur empfehlen, das Tackle entsprechend zu sichern, also abzuspannen. Ich habe in diesem Fall zwei schöne Gummis. Das ist ein Produkt, das werdet ihr in der Zukunft auch bei uns zu kaufen bekommen. Die spanne ich zwei Stück drüber. Die kann man verstellen, wie man will, schön straff, und dann ist das gesichert. Und dann geht's ab. An dieser Stelle nochmal für alle, wenn es Fragen gibt, Anregungen, dann schreibt die bitte in die Kommentare. Ich werde diese entsprechend beantworten. Und wenn es Fragen gibt oder interessante Themen, die wir für euch beleuchten, dann schreibt das einfach mit in die Kommentare. Damit verabschiede ich mich an dieser Stelle. Bis zum nächsten GZW. Sportfrei.